Bereits 1870 gab es eine Missionskapelle in der Krimstraße. 1891 wurde dann die erste katholische Kirche im Dortmunder Norden unter dem Patronat des Heiligen Josef an der Münsterstraße eingeweiht. Von hier wurden weitere 6 Gemeinden gegründet. Nach der Zerstörung wurde die Kirche als Hallenbasilika neu aufgebaut und im Inneren verklinkert. Besonders sehenswert sind der in der Mitte der Gemeinde gelegene Taufstein und der Tabernakel mit integriertem Altarkreuz.